Ja, und willkommen zurück zu Ark aufs Maul. Diesmal sogar mit Folge und hoffentlich mit ein bisschen besserer Quali. Ja, gut. Da hatten wir nicht letztes Mal aufgehört und da war irgendwie Nacht oder so? Ja, Gato hat ja den Server kurz gestartet. What the fuck? Hey, what the fuck? Gut, aber, naja, warte mal, es ist 20 Uhr, lol. Ja, ich weiß noch nicht, ich würde so spontan sagen, wir dackeln nochmal runter und holen nochmal Zeug, oder? Ja, nur weiß ich halt nicht mehr, was wir da noch hatten, aber werden wir ja sehen. Ja, wow. Wir wollten irgendwie Tore bauen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Irgendwie Tore und Plant Tower, ach ja, und, also ich weiß nicht, ich wäre halt ein Freund davon jetzt, ein bisschen... Dingens hier aufzustellen, Kompostbins ja, und ja. Ein bisschen Fertilizer halt einfach zu machen in der Zeit, wo wir halt sonst hier eh nur drauf rumstehen. Da ist ein Raptor, Raptor direkt neben dem Boot, ja. Aber der ist eigentlich einzeln, warte mal gerade. Ja, einfach kurz töten. Ja. Ja. Warte mal, dann könnten wir eigentlich die Eumel da rechts... Ach ja, egal. Bisschen dunkel, so. Naja, wahrscheinlich mal irgendwie Metal und so einen Spaß mitnehmen und mal eine Smithy machen. Können wir eine Smithy, haben wir nicht alles da, um hier gleich eine Smithy zu machen? Ja, haben wir, ich mache eine. Ja, so ein paar Alibi-Forges wären vielleicht nur gut. Ja. Ich sehe aber schon das Problem, dass wir keinen Flint haben. Irgendwo Steine? Ja, gibt's, aber das sind natürlich Raptoren, oder? Ja, hier direkt neben dem Boot. Ja, okay, die könnte man auch nehmen. So, okay, das wird's wohl tun. Ich denke, wenn wir das restliche Zeug dürften wir alles da rumliegen haben. Keine Ahnung, so 4 Stück reichen, würde ich sagen. Ja. Okay, Caden DC oder so. Aber das ist jetzt kein Grund, hier nicht weiterzuspielen, oder? Weiß ich nicht. Scumbag wird sich schon melden. By the way, mega viel Spoiled Meat hier auf dem Boot. Ah, da so ein Teri dahinter. 32 ist es sogar. Dem würde ich mich relativ ungern nur anlegen. Alter, ich will die ganze Zeit A drücken, um Sachen rüber zu transferieren. Das ist so grauenhaft. Holz, 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 Holz. So, das Teri nährt sich ein wenig. So, ist noch nicht so, dass es auf Konfrontationskurs ist, aber... Okay. Ja, dann... Noch alles chillig, aber... ja. So, so, ja, ich hab Spikes frei und bin ansonsten überladen, aber mein Wolf ging vielleicht nur was. Ja, ich mach gerade noch irgendwie 2-3 Schränke. Ja. Sonst, ich weiß nicht, Metal müsste halt hoch. Und halt allgemein irgendwie auch andere Ressourcen, also. Ja, keine Ahnung, was dein Wolf tragen kann. Meiner könnte es vielleicht sogar noch tragen. Also wenn du das Metal halt in meinen Wolf räumst, dann kann er es tragen. Aber ich selbst kann es ja nicht überrollen. Also das sind noch 400. Wie viel wiegen 400 hier? 400, oder? So, keine Ahnung. Also müsste ich eigentlich trotzdem tragen können. Das sind schon mal 100. Ja, pack mal alle 400 rein, ich glaube, das geht. Naja, ich muss halt selber dreimal latschen, bis ich dir die geben kann. Ja, okay. Aber ich glaube, das geht nicht, aber dann nehme ich halt den Rest noch.
Oder, ja, hier, keine Ahnung, kannst du dich noch bewegen? Ach, easy. Ja, also easy nicht, wirklich kurz vor Kante, aber... Ja, aber dann kann ich gerade noch das Gunpowder einpacken, das ist vielleicht auch nicht so doof. So, aber ich glaube, wir haben jetzt dann hier unten eigentlich keine wirklich essentiellen Sachen mehr. Das ja, ist ganz Schwein nice. Halt, ne? Ach ja. Wollen wir das gerade einfach whistle? Oder, naja, nee, das holen wir dann, oder? Ja, ich glaube, ich würde es einfach so nochmal abholen nachher. Ja, ich sehe schon, du bist auch krass schnell. Egal, ja. Gut. Dann würde ich mich jetzt aber wahrscheinlich gleich mal irgendwie dran machen. Irgendwie halt was mit Plants zu bauen. Es ist halt die Frage, also ich glaube, ich würde es halt nicht auf den Boden stellen, aber es ist jetzt die Frage, ob wir einfach nur Foundations machen und die Pflanzen draufstellen. Oder, ich weiß nicht, irgendwie so turmartigen Scheiß. Aber der müsste halt verdammt hoch sein, damit man das nicht einfach mit dem Rex wegbeißen kann. Also wahrscheinlich lohnt sich das gar nicht, jetzt da irgendwie so einen halben Turm irgendwie zu basteln. Also keine Ahnung, also... Also wenn du dich vor einem Rex schützen willst, kannst du gleich lassen, das wird eh nichts. Also wenn du so hoch, wenn du das so hoch baust, dann ist es am Ende so hoch, dass die Leute einfach drunter laufen können, ohne beschossen zu werden. Oder halt ohne Effekt. Ja, wahrscheinlich läuft es drauf raus. Deswegen würde ich einfach sagen, wir packen die Dinger halt maximal auf einen Pillar halt, sodass sie halt nicht komplett auf dem Boden stehen, auch wenn ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was das bringen soll, aber dann ist halt der Schusswinkel von denen so ein bisschen besser. Ja, also das Einzige, was ich mir halt gedacht hätte, wäre halt, also eben, dass sie halt einfach nicht direkt am Boden stehen, dass man halt, also die, also wirklich halt Sticky Nails verwenden muss und die halt da dran kleben, so. Du kannst vielleicht mal das Metal rausnehmen, ich guck dann noch, wo man hier vielleicht noch Spike setzen kann. Jo. Das Scheiße bei den Spikes ist halt, die halt mit einer Granate wegklöppeln kann, ne? Ja, aber Metal Spikes gibt's ja safe keine, oder? Ja, ehrlich gesagt, ist auch irgendwie zu teuer, oder? So. Gut, das stimmt wohl auch. Oh, Alter, ich sehe schon wieder, es gibt einen Spot, da komme ich jetzt halt schlecht hin mit Spikes. Dem könnte man halt potenziell stehen und generell auch unter unserem Ding gibt's halt eine ganze Fläche, wo man potenziell stehen kann, aber... Hallo? Hm, warte, wie wir, hallo? Ah, lol. Ich dachte, hier ist jemand, der entert. Ne, ich bin halt parallel auf deinem TS. Ah, okay, auch gut. Warte, sollte ich vielleicht mal disconnecten? Ja, wohl eine Idee, ja. Ich meine, einfach mal random Hallo sagen. Ja, kann man machen, oder? Im Grunde habe ich die Spikes gegrüßt. Ja, ich dachte halt schon so, hä, also willst du jetzt gerade irgendwie... irgendeinen Spot, wo man hochkommt, plötzlich behindert geworden. Auf seltsame Art und Weise kennzeichnen? Ja eben, oder bist du plötzlich behindert geworden? Ich meine, mit letzterem hätte ich eher gerechnet. Ah, doch, doch. Aber, ja. Ja, moin. so. Ja, warte mal, so ein Mortar wäre vielleicht auch noch eine Sache, ist mir gerade mal so aufgefallen. Gibt's hier oben überhaupt irgendwas? Ich meine, hier gibt's noch nicht mal Steine, was ist das für ein Scheiß? Baum gibt's hier oben. Passen, ja. Aber. Ich würde dann vielleicht mal Tore bauen oder so, aber braucht schon das ein oder andere. So. Braucht schon das ein oder andere Tor, glaube ich, oder? Ja. Aber Behemoth trotzdem nicht, oder? Lieber normale. Ja, ich glaube auch. Also wir haben bisher erstmal keine großen Tames und wenn, dann würde ich, um große Tames hier reinzubringen, irgendwas abreißen. Also ich finde auch, große Tames lohnen sich nur, um eine Base zu deffen eigentlich. Kompost, Beans, mach ich einfach mal ein paar. Ich weiß nicht, ich fang mal hier vorne erst an, irgendwie die Bäume abzuholzen. Ja, als ob man für die... Oh, als ob man für die Holztore Stein braucht. Ja. Stimmt eigentlich, aber wahrscheinlich lohnen sich auch Holztore an sich eigentlich schon mehr.
würde halt eine Mischung bauen. Ich würde halt ein paar Holz, ein paar Steine bauen. Dass man halt zumindest nicht einfach komplett mit Rex durchkommt. Ja, aber die Frage ist halt auch, so ein Rex mit relativ wenig Damage, und ich meine, die haben ja alle relativ wenig Damage. Wie viel Schaden macht der da wirklich? Also, ich glaube halt nicht, dass sich irgendjemand ernsthaft durch eine Reihe von 6, 7 Gates durchbeißen wird. Also, das wird jedem einfach zu blöd sein im Endeffekt. Ja, ich kann auch nur Holz bauen, ja. Also, ja, schon mal so eine Runde Stein dazwischen bringt ja jetzt auch niemanden um. Doch. Also... Boah, keine Ahnung. Also, mach's halt irgendwie. Ja, dauert halt einen Moment, weil hat doch alles schon ein bisschen wiegt und mein Wolf hat doch nicht so viel tragen kann. Ja. Klingt sinnvoll. Also ich finde schon, also ich halte das schon für nicht so dämlich, einfach nur Holz zu bauen wahrscheinlich, weil hast schon recht halt, wenn da halt 3, 4 Reihen stehen, wer beißt sich denn da durch? Alter, ich sehe schon in Gatos Video oder so. Oh, guck mal, die haben nur Holz, lass mal da durchbeißen. Ja. Apropos durchbeißen, da unten am Strand ist gerade auch ein Rex unterwegs. War aber kacke. 35. Was? Naja, gut, aber 35 ist es auch nicht, ja, so okay, krass. Ja, okay, der war letztes Mal noch nicht 35, dann wartet ein anderer. Wollen wir uns den gönnen? Also ich meine, das ist halt ein Männchen so, aber dann hätte man halt einfach mal eins. So. Also, klar, richtig krass ist der jetzt nicht. Aber ich finde das eigentlich schon ganz nett. Ja, hast du denn Pfeile? Nö. Ja, ich habe 34 oder so, das wird nicht reichen. Okay, ja, damit hätten wir schon mal ein Problem. Ich glaube, ja, ich mache jetzt einfach Foundations und stell da die Croplots drauf. Da reichen, keine Ahnung, warte mal, ich komme mal kurz zur Base und gucke in Dodo Decks. Kann halt auch sein, dass 35 reichen. So, komplett abwegig fände ich es jetzt nicht. Nein, mein High Level Wax braucht auch nur so 80 oder 90, oder? So Armbrustpfeile. Wow, holy shit, Alter. Nein, ich bin viel zu schwer. Leute, ich sterbe an Raptoren. Oh mein Gott. Das habe ich gerade nicht wirklich gemacht. Scheiße, Alter. Ich dachte so, naja, kannst du jetzt easy weglaufen, wenn du nicht mehr gegrabt bist. Oh mein Gott. Ah, Alter, ja, da unten stehen noch. Ja, ja, der steht da. Die vergewaltigen den auch gerade. Ja, da komme ich halt nicht so schnell hin, ne? Ich habe immer auf Aggro gepfiffen. Ich kann halt jetzt auch nicht rausgehen. Bis da, Leute. Direkt am Boot. Okay, der hat 2. Tötet. Alter, was ein Bullshit, Mann. Und er hat mich gegrabt, aber ich sterbe halt nicht daran. Jetzt heult dein scheiß Wolf. Und ich bin ja auch überladen. Trauert seinen aber Verlust. Aber die Raptoren sind tot. Alter, oh mein Gott. Es ist... Hey, what the fuck, ich kann mich gerade nicht bewegen, obwohl ich nicht überladen bin. Hey, what the fuck, was geht? Ah, du musst überladen sein. Nein, ich kann mich einfach nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Soll ich dich mal peitschen? Ach lol, ACM. Oh Gott, ey. Ich glaub's auch. What the fuck, der Rex kommt halt ein bisschen näher, aber du bist ja gleich wieder. Ja, ich kann in der Zeit auch keinen Schaden. Alter, what the fuck, man, was eine dumme Scheiße. Also, ich habe das auch vollkommen unterschätzt. So Raptoren graben einen ja echt eine halbe Ewigkeit lang. Also, holy fuck, man. Das war halt... Keine Ahnung. Ich bin unter Half gegangen, in der Zeit, wo mich irgendwie die da ein bisschen angeknabbert haben. Ach, scheiße, wir hätten die halt echt töten sollen. Ha, frag dich, ja. Ja. Ach ja, scheiß drauf, sind nur noch ein paar Raptoren. Du guckst kurz, ne? Ich wollte halt gerade mal in Dolodex gucken. Ja. Ja, also ich sitze auf meinem Vieh halt. Wenn ein Vieh kommt, dann läuft er halt weg. Ja, also bisher sitzt. Was hatte der für ein Level? 35. 10 ist Taming Multiplier, oder? Ja, kann sein. Der wird wahrscheinlich 30 Pfeile brauchen, also gehe ich mal davon aus, dass 35 eher nicht reichen.
So, bei Waxen traue ich den Dodo-Dex nicht, muss ich sagen. Aber wir haben halt unendlich viel Spoiled Meat. Wir könnten halt kurz mal ein paar hundert Narkobären sammeln und dann oben einfach nur Narkotik anstellen. Ja, könnten wir machen. Joi. Alter, jetzt lass mich doch hier mal einen Baum abbauen. Okay, nice. Brauchen wir noch mehr Holz. Alter, die anderen dachten jetzt wahrscheinlich, boah, die haben wieder den krassen Fight gerade. Ja, wir hatten auch einen krassen Fight. 3 gegen 1, hallo, ist voll unfair. Ja, gut. Warte mal, ich muss eigentlich noch ein bisschen Batch hacken. Ja, oder wir machen einfach den K und sagen, wir wussten nicht, dass in der Folge die Leben zählen. Wow. So. Wir müssen halt, glaube ich, auch mal noch irgendwie so ein bisschen Kacke sammeln. Schon wieder richtig scheiße an. Ich bin halt komplett überladen. Ich sehe es schon wieder, dass gleich irgendwelche Heinze vor unserer Tür stehen. Ja, ich habe jetzt mal meinen ganzen Scheiß in meinen Wolf gepackt, dass wenigstens nur der schwer ist. Naja, es ist halt auch einfach wieder so dieses Ding, dass man so unachtsam ist. Ich habe mir gerade noch so gedacht, ja, Classic Dark and Light Move, so wo man sich so denkt, ich krieg 2 Schaden, hab 1200 Leben, also leckt mich mal am Arsch alle hier. Aber das kannst du halt hier leider nicht machen. Ja, 4 Tore habe ich jetzt, keine Ahnung, ist jetzt noch nicht die Welt, aber immerhin kommt dann schon mal keiner einfach so rein. Ja, ich würde aber auch nur so einen kleinen Dingens mit Toren machen und sonst rundum einfach alles mit Spikes zu spammen, oder? Ich habe halt versucht, einmal ringsherum halt Spike zu setzen. Sollte jetzt ja eigentlich mehr oder weniger dicht sein. Hatte... Was denn? Die sind die Morphodon vor unserer Haustür gewesen von Michael und Huni. Das haben die da safe nicht vergessen. Toll. Das ist auf Agro, oder? Ding ist halt, wir sollten es halt trotzdem nicht töten, oder? Irgendwie, ja, also... Ja. Also ich denke mal, das war einfach nur, damit die sehen, wann wir wieder da sind oder so. Aber das heißt halt, die Ficker eiern hier irgendwo rum. Ja, okay. Dann equip ich mal meine Spikes. Weil vielleicht erstmal, ich setz mal kurz die Tore, ne? Ja. Willst du die jetzt in einem Kreis außen rum oder einfach kurz in die Mitte und ich baller alles andere mit Spikes zu? So, ich setze jetzt halt einfach mal so mehr schlecht als recht, aber... Ich hab halt doch nur 4, ne? Das macht halt nicht mal alles dicht. Ja, dann setze ich jetzt halt im Rest kurz Spikes. Vor allem. Oh, Vieh greift mich an. Kannst du mal kurz ein Tor auf. Ne, mach ich selbst, Leute. Ich würde gerade ganz gerne mal kurz mein Zeug ausladen. Ja, das Ding ist halt, ich würde das Vieh halt gerne loswerden. Ich will es halt nicht umbringen. Rennt mir halt, fliegt mir halt hinterher. Alter, wir sind so gepickt. Wir können halt, also wir können die Base halt im Grunde schon wieder, also entweder wir verteidigen die halt aktiv, oder wir sind halt richtig gebumst. Weil die haben halt Granaten und die werden die halt auch einsetzen. Ja, das klingt relativ realistisch, ja. Du hast... Ja, lass das Vieh doch mal da unten irgendwie so ein Rex locken oder so. Ja. Machen wir das. Aber lass halt zusammenbleiben. Ja. Machen wir das. Spikes. Wie voll bist du im Moment? Also ich bin halt so, dass ich zumindest rennen kann. Kämpft gegen aber halt relativ schwer. Schwer bin ich schon, aber rennen kann ich. Kannst du irgendwelche Sachen noch in deinen Wolf packen, sodass du... Ja, ich kann halt die Hälfte meiner Spikes da reinpacken, ja. Aber ich hab halt sonst eigentlich gar nicht so viel. Ich hab halt...
mehrheitlich fast nur mein Equip bei und sonst halt irgendwie 6 Spikes jetzt ausgerüstet oder so. Also ich bin halt wahrscheinlich so schwer. Das Ding ist halt, wir waren jetzt auch echt nicht ewig weg. Heißt, die müssen doch eigentlich fast noch hier irgendwo sein. Vielleicht sind die auch beim Boot unten oder so. Ja, könnte auch sein, Mann. Vielleicht tamen die auch den Rex oder so, dann sollte man vielleicht mal gucken. Guck mal, der Rex ist irgendwas aggro gegangen. Ja. Der rennt nach Schildkröte hinterher, oder? Okay, ja. Kisten da sind von mir. Ach, gut. Also, ich hätte gedacht, dass es ein bisschen länger dauert, bis man uns findet, aber diesmal ist halt. Also, ist halt schon recht offensichtlich diesmal. Vielleicht hätten wir die Spikes doch noch lassen sollen. Ja. Was jetzt halt kacke wäre. Wenn wir jetzt hier fighten irgendwo und sterben, haben wir halt ein Problem. So, im Grunde ohne Base, ja, wo irgendwie Equip oder Material oder so ist. Da unten am Strand. Oh, ich hab meine Peitsche nicht gekriegt. Ah doch, hab ich doch. Lol, mein Viech ist gebollert, aber ich kann mich noch bewegen, weil ich mein Viech gewippt habe. Aber ich kann mich nur geradeaus bewegen gerade. Ja, das ist schlecht halt. Also ich bin nicht gebollert, aber... Ja, ich springe halt jetzt einfach mal geradeaus weg. Ich bin hinterher. Es ist so lustig, weißt du? Ich gehe da mal mit der Whip in den Kaffee, kann ich gebolert werden. Scheiße, jetzt bin ich im Wasser. Aber ich bin nur noch eine Sekunde lang gebolert und dann let's go. Ich bin bei dir. Ja, die sind hier. Ja, hier links. Nee, das war ein wilder Wolf. Bei mir sind sie. Ich habe halt gerade kein Stamina mehr. Stamina Wagon. Okay. Da ist ein Raptor. Ich darf mich nicht runterholen. Nein, schneller als ich. Dann hat hier gerade den. Also ich chase sie ein bisschen Richtung diesem. Ja, okay, ich brauche auch Stamina. Stamina war gerade eben noch ein Raptor. Ja, gut, Leute, dann sehen wir uns gleich nächste Folge wieder. Ich würde aber, glaube ich, denen jetzt noch weiter hinterherlaufen. Also vielleicht sind sie ja Michael und so. Naja, wie auch immer. Guckt bei den anderen vorbei. Ciao.